Ja, Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal hier zum zweiten Teil über die Adistraton und es geht direkt gleich nach dem Intro weiter. Bis gleich. Das ist meine Einstellung. Das hat den Hintergrund, dass ich die hier unterschiedlich laufen habe, weil diese Lampe ja mit den unterschiedlichen Sektionen, da kann ich eine zum Abend hin einmal eine Tiefenwirkung erzeugen, wenn ich jetzt hingehe und die Sektion ausschalte. Hier zum Beispiel 1 und 2, dann haben wir dementsprechend nur vorne die Beleuchtung und wenn wir dann im Abendbereich sind, dann kriegt man mit dieser Lampe echt richtig viel Tiefe ins Becken rein. Das ist richtig genial. Zudem kann ich auch hier die Lichteinstellung so wählen, wie ich sie in den unterschiedlichen Sektionen brauche. Ich habe zum Beispiel hinten habe ich meine SPS sitzen, da fahre ich ein SPS-Programm, ja, beziehungsweise LPS-SPS, hier das braune. In der Mitte, ich mache die mal hier aus, dann kann man das besser sehen, da habe ich LPS ausgewählt. Das ist das Programm hier oben. Und vorne, wenn ich das über den Tag sehe, dann habe ich hier neutrales Spektrum auf 10 Meter eingestellt. Ich könnte jetzt hingehen und das Ganze dann auch übernehmen. Machen wir jetzt im Moment nicht. Und wir gehen erstmal weiter, was oben alles möglich ist. Dann haben wir hier, wie ihr seht, schon die Farbe, die eingeblendet ist. Da kann ich mir meine voreingestellten bzw. die Programme, die einmal vorinstalliert sind, das ist hier von SPS Plakativ, LPS, SPS, LPS Fluoreszenz, neutral, Spektrum auf 10 Meter. Das sind die entsprechenden Programme, die vorinstalliert sind, beziehungsweise Lichteinstellungen. Und der Rest, der hier hinten ist, den habe ich dann selber programmiert. Kommen wir gleich zu. So, dann haben wir hier den Punkt Punkte. Und diese Punkte, da kann ich hingehen, ich kann mit jetzt an jedem beliebigen Punkt, wenn ich jetzt hier das auswähle, dann kann ich sagen, ich möchte einen Punkt davor haben. Dann haben wir einen Punkt, ein Pluszeichen hier mit dem Pfeil nach links und wir haben ein Pluszeichen mit dem Pfeil nach rechts. Heißt in dem Fall, entweder ich möchte jetzt hier einen neuen Punkt setzen, dann würde ich das nehmen. Zack, da ist der neue Punkt. Oder hier in der Mitte, Minus, ich wähle den Punkt aus, wenn ich ihn nicht mehr brauche und entferne den. Andersrum gesehen, wenn ich links einen Punkt setzen möchte, packt er mir da auch wieder einen hin. So, den will ich aber nicht. Hier kann ich also Punkte setzen hoch 10, so wie ich das gerne hätte. Und zu guter Letzt haben wir die Vorschau. Die zeigt mir im Prinzip meinen kompletten Tagesverlauf an. Da kann ich hingehen, da geht er dann in 30 Minuten Schritten. Dann läuft es durch, ihr seht es im Hintergrund, das Licht ist jetzt aus. Ich spule mal ein kleines bisschen hier vor, da brauchen wir nur doppelt hier oben drauf zu klicken und die Zeit läuft vor und da könnt ihr euch euren Tagesverlauf dann dementsprechend anschauen, wie dann das Licht dementsprechend eingestellt ist, wie das ausschaut. Ihr könnt an der Stelle dann Pause machen, ihr könnt es dann komplett ausschalten. Wenn es ausgeschaltet ist, geht es wieder in die Grundeinstellung zurück. So, kommen wir jetzt zu den Grundeinstellungen der Lampe. Wir haben ja einmal hier unten, da sind wir jetzt durch. Und hier oben haben wir Grundeinstellungen. So, gehen wir erstmal zu den normalen Einstellungen. Wir haben die Zeitzone, wir haben die Betriebszeit, seitdem die Lampe läuft. Ich kann hier Benutzername und Passwort angeben, ändern. Werkseitig wäre da, glaube ich, Admin und Admin, alles kleingeschrieben. Dann kann ich mir hier eine Zeitzone auswählen. Hier in der nächsten Zeile wird mir angezeigt, welche aktuelle Firmware-Version ich habe. Kann dann ein Firmware-Update machen. Das gibt es übrigens bei ATI auf der Seite runterzuladen. Ist eine ZIP-Datei. Die wählt ihr hier ganz normal aus. Habe ich jetzt nicht, gerade nicht zur Verfügung. Die wählt ihr ganz normal so aus, wie ihr sie runtergeladen habt und führt sie dann aus. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass natürlich in dem Zeitpunkt, wo Zeitraum, wo ihr dieses Update durchführt, was relativ zügig geht eigentlich, die Lampe nicht ausschaltet.
So, dann haben wir hier Wi-Fi. Da muss ich ja gerade eben was überblenden. Da sind die Grundeinstellungen für meinen Zugang. Werkseitig wird das Ganze als Access Point ausgeliefert und ihr müsst euch dann in das entsprechende Netzwerk einwählen. Also sprich, da steht dann ATI Straton mit einer Bezeichnung dahinter. Da müsst ihr euch dann mit dem WLAN einklinken und dann könnt ihr euch auf diese Lampe verbinden. Ich habe sie hier als Client eingerichtet, sprich in mein verfügbares Netzwerk hier. Und die Zeile drunter hier, die ich jetzt überblendet habe, da müsst ihr dementsprechend das Passwort eingeben. Das steht da nämlich im Moment im Klartext. Deshalb muss ich das überblenden. Dann gehe ich auf Übernehmen und dann wählt er sich in das entsprechende Netzwerk ein. Dann müsst ihr hingehen auf euren Router und gucken, welche IP-Adresse dementsprechend die Lampe zugewiesen gekriegt hat. Und mit dieser IP-Adresse, die gebt ihr dann hier oben ein. Und dann könnt ihr dann direkt auf die Lampe dann zugreifen. So, kleiner Einwand noch. Es geht nicht nur über der IP, sondern auch über den Namen. Ich kann dem Kind ja hier unten einen anderen Namen geben. Wie zum Beispiel jetzt hier, ATI Straton 0815. Ich wechsle mal eben den Browser und hier gebe ich dann dementsprechend ein HTTP, Doppelpunkt, Backslash, und dann den Namen der Lampe, Straton. Dann werde ich natürlich auch direkt mit der Lampe verbunden. Dann Passworteingabe, anmelden und dann kann es ganz normal weitergehen. So. Was haben wir noch? Das Demo-Programm. Da kann man im Prinzip hingehen und da hinten eine Lichtdisco draus machen, um zu gucken, ob alle Farben funktionieren, beziehungsweise welche Farben man hat. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Farben, wo ich es jetzt gerade auch schon gesagt habe. Nein, wir gehen erst zu den Gruppen, weil ich habe die Möglichkeit, mehrere Lampen zusammenzuschalten. So. Und hier auf der Seite haben wir die Lampen und diese entsprechenden Sektionen kann ich zu Gruppen hier unten zusammenfügen. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich keine zweite Lampe hier habe. Also ATI, ich brauche noch eine zweite Lampe. Nein, mein Schatz. Hier kann ich tatsächlich hingehen und Sektionen und Gruppen zusammenführen und zusammenfügen, um dann dementsprechend gleichmäßige Programme zu übergeben, zu übernehmen, dass ich sage jetzt mal, der Sonnenaufgang gleich ist, dass die Sektionen nacheinander gleich geschaltet werden. Das geht alles hier. So, und jetzt kommen wir zu dem, wo man ein bisschen mit spielen kann. Das sind meine Farben. Wie gesagt, hier, das sind die Grundprogramme. Bis hier, bis zum Neutralspektrum auf 10 Meter. Und das hier unten, das sind neue Programme, die ich gemacht habe. Die Grundprogramme lassen sich nicht verändern in der Einstellung, aber ich kann ihnen andere Farben für die Punkte geben. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel hingehen und das Ganze wieder auf Gelb ändern. Und sobald ich das abgespeichert habe, also wieder zurück zum Diagramm gegangen bin, abgespeichert habe, wird es auch dementsprechend in der Lampe gespeichert. Vorher nicht. So, ich gehe jetzt hier mal in den Sonnenaufgang rein, den ich mir eingestellt habe, und dann gehe ich hier oben auf Vorschau und kann dementsprechend dann mit den Reglern so direkt live sehen, was ich dem einstelle und gucke, ob mir das dementsprechend gefällt. Ganz ehrlich gesagt, für die Farben tagsüber würde ich die voreingestellten Programme bevorzugen. Weil das sind Programme, da hat sich ATI dementsprechend Gedanken drüber gemacht, dass die funktionieren, dass es das richtige Spektrum hat. Da gibt es auch dementsprechend in der Infothek bei ATI auf der Seite entsprechende Artikel. Die würde ich mir diesbezüglich durchlesen. Wie gesagt, die haben das Spektrum dementsprechend nachgebildet, beziehungsweise unter anderem auch hingegangen und das Spektrum so eingestellt, wie die Korallen es brauchen. Ja, gehen wir nochmal in die Vorschau. Hier zum Beispiel das SPS Plakativ. Das ist eigentlich das Programm mit der höchsten Leistung. Ihr seht, die Regler sind hier relativ hoch im Anschlag.
Dann haben wir das LPS-Programm, LPS-SPS, was so ein kleines bisschen dann beides ist. Das benutze ich zum Beispiel im Moment. Dann das reine LPS-Programm, da geht es dann mehr tatsächlich ins Blaulastige rein. Dann dieses böse Verkaufslicht, nein, Fluoreszenz für abends. Und dann haben wir hier das neutrale Spektrum auf 10 Meter. So, wie gesagt, ich kann dann hingehen und mir ein neues machen hier unten. Das kann ich dann benennen. Ich nenne es mal Test. Suche mir eine entsprechende Farbe aus und kann dann hier mit den Reglern rumspielen, wie ich es hätte und kann dann auch so einstellen, wie ich es gerne hätte. Wie gesagt, also ich selber würde die voreingestellten Programme nehmen und nur die morgens und abends Einstellungen, die würde ich ändern. Ich arbeite im Moment tatsächlich mit dem entsprechenden Programm. So, jetzt gehe ich mal hin und lösche das wieder. Zack, raus. Wollen Sie die Farbe löschen? Ja. So, raus ist es. Und wie gesagt, ich möchte auch rausfinden, ob das alles so passt. Deshalb habe ich auch die voreingestellten Programme übernommen. Gut, wenn man dann anschließend was geändert hat, ich sage zum Beispiel jetzt mal hier blaue Stunde, da packe ich mal ein bisschen mehr von dem Regler rein, dann gehe ich zurück, gehe auf Speichern und erst wenn ich das gemacht habe, sind auch meine Farbeinstellungen dementsprechend in der Lampe gesichert und ich kann dementsprechend diese Farbeinstellungen ohne Probleme übernehmen. Ja, ach ja, Deutsch und Englisch ist die entsprechende Sprache, die man hier noch auswählen kann. Ich habe natürlich Deutsch gewählt. Und das ist im Prinzip jetzt die Übersicht dazu gewesen. Gucken wir nochmal auf den Temperaturverlauf. Ihr seht hier den kleinen Peak. Das ist zum Beispiel die Stelle gewesen, wo ich eben das leistungsstärkere Programm eingeschaltet habe, wo im Prinzip alles am Anschlag war. Das wird also, das finde ich echt ein geiles Tool. Also dieser Temperaturverlauf hier, wo ich auch jede einzelne Sektion mir angucken kann, das ist absolut genial. Ich glaube, das hat eigentlich nur ATI, also nicht, dass sie auch hingehen und zeigen, so, das ist der Verlauf, ich kann es nachvollziehen. Und tatsächlich habe ich das auch mit einem Laserthermometer überprüft, es passt. Also das ist nicht nur irgendein Schnickschnack, der hier angezeigt wird, das ist die definitive Temperatur. Nochmal genau, ihr habt da oben eine rote Linie bei 60 Grad und das ist die Linie, ab der, wenn die Lampe dann zu warm werden sollte, aus welchem Grund auch immer, weil ihr sie vielleicht direkt in der Sonne habt oder ihr eine Raumtemperatur von, ich sage mal, 36 Grad bevorzugt und die Lampe dann auf Volllast laufen lasst, das wäre dann die magische Grenze, wo die Lampe dann hingeht und sich selber schützt und dann so nach und nach runterdimmt, beziehungsweise die Leistung etwas zurücknimmt, damit die nicht zu warm wird. Aber wie gesagt, bei normaler Raumtemperatur, so wie man sie eigentlich hat, 24, 25 Grad habe ich hier bei mir, ist die noch nicht mal in die Nähe dieser Schiene gekommen. Ich glaube, die lag bei 48 Grad und hat sich da dementsprechend dann festgenagelt. Sieht man jetzt hier auf dem entsprechenden Diagramm nicht, weil das ist das Diagramm von der aktuellen Laufzeit. Heißt also, wenn ich die Lampe jetzt ausschalte, ausstöpsel, eine Zeit lang auslasse und wieder anstöpsel, dann ist dieses Diagramm hier wieder auf Null. Also das ist das aktuelle von diesen 13 Tagen, wo diese Lampe jetzt läuft. Gut, ich befürchte, ich habe jetzt alles durch und wir wechseln das Bild wieder. Ja, Leute, das zur Übersicht und zur Funktion und Einstellung der Lampe. Was die im Endeffekt kann und wie sie sich entwickeln wird, werdet ihr im Laufe meines Projektes ja definitiv sehen und werde ich darüber berichten. Alles in allem, ich bin von dem Ding mehr als begeistert, weil es halt, ja, es ist formschön, es ist schön dünn. Also wenn diese Lampe funktioniert, da kann ich euch definitiv versprechen, die wandert auf mein großes Becken, definitiv. Also da habe ich richtig Bock drauf. Da kommen auf jeden Fall zwei Stück drüber. Ja. Sollten noch Fragen sein, schreibt es mir doch runter in die Kommentare. Gehe ich gerne drauf ein. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue oder wenn ich einen Livestream mache oder ähnliches.
werdet ihr sofort darüber informiert. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und bleibt mir treu. Bis dann, euer Weiber. Ciao.